Ja, hi Leute, schön, dass ihr mal wieder reingeschaut habt. Vor einiger Zeit fand ich diese unglaublich stumpfe Raspel in meiner Werkstatt rumzuliegen und schon von der Form her erinnerte sie irgendwie an einen Dolch. Und da habe ich eben schnell den Hieb abgefeilt und eben angefangen, einen zu machen. Erstmal die Angel ein bisschen weiter ausgeschmiedet. Und dann angefangen, die halbrunde Form in die rautenförmige Form eines Dolches zu verwandeln. Wundert euch übrigens nicht, dass die Angel so krumm ist. Meine Esse ist ziemlich klein und ich würde einen Riesenhaufen Kohle raufpacken müssen, um das Ganze mit gerader Angel schmieden zu können. Und darum habe ich sie immer krumm gebogen. Jetzt, wo ich das nicht nochmal warm machen muss, mache ich sie natürlich gerade, klar. Ob auch alles gerade ist. Und dann einmal richtig schön erwärmen auf Härtetemperatur. Und dann einfach mit aller Kohle drauf einen Haufen Asche rüberkippen. Und am nächsten Tag dann die Asche wieder runter machen und den Dolch aus der erkalteten Glut nehmen. Das Ganze dient dem Weichmachen des Stahls, nennt sich auch Weichglühen. Und dadurch lässt es sich schön einfach feilen, wie man hier sieht. Die Schultern der Klinge feile ich mit einer Rundfeile, um die Kerbwirkung zu vermeiden. Dadurch bricht die Klinge dann nicht an der Angel. Den Klingenspiegel kann man entweder feilen, und einer Sandpapier oder Schrubbscheibe darauf machen. Oder so wie ich es eigentlich am liebsten mache und dann auch am Ende vieles dran gemacht habe mit dem Bandschleifer. Das ist jetzt hier einfach ein billiger Baumarktbandschleifer. Irgendwann baue ich mir nochmal einen richtigen, aber bis dahin benutze ich den bzw. diesen anderen hier immer im Wechsel und das läuft ganz gut. Mit den Körnungen immer feiner werden. Hier am Ende der letzte Abzug, 240er. Die Schneide ist zu scharf geworden beim Schleifen. Muss man stumpf machen vor dem Härten, weil sie sonst wegbrennt und sich verzieht und so. Nochmal ein Feinschliff, 400er Körnung. Im Nachhinein, den hätte ich mir eigentlich sparen können. Der war für die Katz, also das nächste Mal nur bis 240er. Da meine Esse relativ klein ist und der Dolch relativ lang, baue ich mir hier eine kleine Ziegelkonstruktion, um nicht ganz so viel Kohle raufhauen zu müssen. Kohle ist teuer. Einmal Angelprobe härten im Öl. Nicht hart geworden. Im Wasser ist sie schon viel härter geworden. Also wird Wasser gehärtet. Davor einmal die Angel weichglühen. Ich will die hinterher noch vernieten. Das Wasser aufwärmen. Wir haben mitten im Winter. Und jetzt der Dolch in die Glut. Scheiße. Mega der Härteverzug. Das kriege ich auch nicht kalt gerichtet, deswegen wieder warm machen, gerade biegen und nochmal härten. Da, ein klein bisschen Verzug gab es trotzdem. Hier mit ein paar Centmünzen über meinem Gasherd nochmal richten. Der Schliff nach dem Härten. Ich fange hier wieder mit 240er an. Jetzt wieder 400er. Ich verwende das mit Wasser, Schleiflein, 400er Schleiflein aus dem Baumarkt. 600er. Dann immer so weiter. Nebenbei kann man super YouTube-Videos gucken.
1200er, 1500er. Ich spanne das Papier auf einen Flachstahl, damit ich mir die Kanten nicht allzu rund schleife. 2000er. 1000er. Und Metallpoliturpaste auf Leder. Die ist so der letzte Schliff, den mache ich nochmal nach dem 2000er. Das poliert alles richtig schön. Einmal sauber abziehen. Und da ist das gute Stück. Richtig schön poliert. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. In 10 Tagen zeige ich euch, wie ich den Griff gemacht habe. Bis denne und tschüss.